Hallo, ich bin die Hanni. Herzlich willkommen auf meinem Kanal und dann alle meine Abonnenten und Zuschauer, die mich länger verfolgen. Schön, dass du wieder eingeschaltet hast zu einem neuen Adventskalender-Unboxing von mir. Ja, mit dem Kalender war ich nicht die schnellste, aber dafür habe ich ja schon mal eine Preview abgedreht. Da habe ich euch ja gezeigt, was alles so drin ist in dem Adventskalender von Isana, ne? Ich habe bis jetzt wirklich viel Schlechtes nur gehört von dem Kalender, ne? Ich habe mal ein halbes Unboxing mir schon angeguckt. Ey Leute, was habt ihr? Was wollt ihr alle? Ihr bezahlt für den Kalender nur 15,99 Euro. Wenn man sich das ausrechnet, sind das pro Türchen 67 Cent. Ne? Also wenn man sich das so mal so ein bisschen ausrechnet. Ne? Also was erwartet ihr alle? Ne? Ich muss ehrlich sagen, ich finde den nicht schlecht. Also ich habe ja, wie gesagt, schon eine Preview abgedreht, ne? Und ich fand den von Inhalt her nicht schlecht. Natürlich kannst du das nicht vergleichen mit dem Balea Adventskalender, ne? Der Balea Adventskalender stinkt dagegen nicht an. Ich finde den natürlich auch schön und den habe ich wieder jeden Tag. Im Short öffne ich den dann mit euch im Dezember zum Überraschen lassen. Da gucke ich mir auch kein Unboxing an, ne? Ich muss sagen, ich finde den dieses Jahr mal richtig schön. Ne? Also da haben sie sich mal ein bisschen vom Design her was einfallen lassen. Da fand ich in die letzten Jahre nicht so schön. Das war so, ach, wir haben jetzt einen Adventskalender kreiert, ne? So, ihr müsst damit leben. Und dieses Jahr finde ich, ich finde das Design schön. Ich mag das, dieses grüne Design, dieses weihnachtliche mit dem Herz in der Mitte. Die Produkte sehen auch alle so aus, das weiß ich schon. Es gibt schon 10.000 Unboxings hier, wenn du dir die 10. Meinung einholen möchtest. Und das wird wahrscheinlich die beste Meinung sein hier denn auf YouTube, ne? Würde ich mich freuen, wenn du auch deswegen diesen Kanal abonnierst, dass ich bei manchen Adventskalendern nicht so schnell bin. Die 5., 6., 7., 8., 9., 10. Meinung bin und ich kann das ja besser finden oder schlechter finden. Ne? Dann würde ich mich freuen, wenn du diesen kleinen, aber feinen, dieses kleine, aber feine Kanälchen abonnieren würdest, Glöckchen anmachst, nicht vergisst. Ne? Dann informiert dich nämlich YouTube über ein Video von mir. Sollst du natürlich nicht nur abonnieren, um Adventskalender-Unboxing zu sehen, sondern weil du vielleicht andere Sachen von mir sehen möchtest. Im Gesamtvideo siehst du bis zu 5 Infokarten durchlaufen. Kannst du gerne mal gucken, was ich hier noch so alles mache. Ne? Und ja, bei Instagram bin ich auch privat unterwegs. Da lasse ich immer sofort für meine Abonnenten und Zuschauer wissen, sobald ich ein Video hochgeladen habe, weil mit den YouTube-Einstellungen kann man sich so nicht drauf verlassen. Ne? Da bin ich schneller, wenn ich euch benachrichtige. Genau. Und ja, ansonsten, wie gesagt, 15,99 € habe ich für den Kalender bezahlt. Ich habe 10% gespart, habe ich eingelöst, 10%. Den habe ich mir jetzt selber bei Rossmann geholt, den habe ich mir jetzt nicht bestellt. Und ja, da habe ich dann bis 14 noch was bezahlt. Ne? Also man kann mit den 10% Coupons auch auf den Adventskalendern sparen. Ich kann euch das wirklich nochmal ans Herz legen. Ne? So, und ich würde sagen, wir gucken dann mal rein. Hier hinten sind noch zwei Löcher, ne, zum Aufhängen. Könnt ihr euch auch aufhängen. Ja, und ja, die Türchen sind unterschiedlich groß. Und ja, wir gucken auch mal, was für ein Duft ist. Ne? Das kann ich leider, das konnte ich bei der Preview auch nicht sagen, was das für ein Duft hat, weil mich da einige gefragt haben. Kann ich euch nicht sagen. Letztes Jahr hat das alles nach Schokolade gerochen. Typischer Weihnachtsduft. Naja, ne? Ich schnupper auch dran. Ich mache auch den Geruchstest. Und ich würde sagen, wir packen den jetzt und mal. Und guckt mal, ihr habt auch immer hinter den Türchen so Sprüche stehen. Ne? So schön weiche Haut. Und das Inlay, das ist aus Plastik. Hier haben wir eine Bodylotion Glitzernd. Okay, 20 Milliliter einfach zum Ausprobieren. Steht nicht weiter dazu. Hier steht nur eine verlockende Körperpflege für deine Haut. Und die ist noch zu. Ich wende das sowieso selber für mich an. Ich mache mal den Siegel auf. Ne, den ab Ende November, Anfang Dezember werde ich anfangen, die Produkte schon zu benutzen, weil dann geht es ja los mit den Balea-Produkten. Oh, das hat aber einen schönen Duft, muss ich sagen. Ja gut, glitzernd. Ja, da versucht man, so wirklich Glitzer sieht man jetzt hier nicht. ja, ne? Aber ich finde, die riecht gut. Die hat so einen schönen samtigen Duft. Ja, aber das Glitzer, naja, ist kein Glitzer drin. Also das muss ich jetzt auch mal wirklich sagen, ne? Na gut. Auch das Schütteln hat nichts gebracht. Ich sehe leider nichts. Hier glitzert nichts. Das finde ich ein bisschen schade, Isana. Da habt ihr ein bisschen, weiß ich nicht, ne? Aber
Es hat es wieder rausgerissen mit dem Duft. Es riecht richtig gut. Ich kann euch nicht sagen, nach was. Es steht an der Tür, oh du Fröhliche. Hier haben wir eine Cremedusche. Auch wieder 20 Milliliter. Weiter oben, nach was es riechen soll. Dann schnuppern wir mal dran. Da ist kein Siegel davor, ne? Hm. Oh, das riecht extrem nach Schokolade. Ja, okay, es mag vielleicht nicht jeder. In der 3 steht Zeit für mich hinter dem Türchen. Ja gut, ob man das jetzt mit dem Buffer so hat, keine Ahnung. Ja, ein Nagelbuffer. Ja gut, oh, der ist aber sehr, der ist so aus Schaumstoff. Naja, ist mir zu bisschen zu weich. Ich weiß nicht, ob das richtig feilen wird. Hm, also eine schönere Nagelfeile, es wäre schon schöner, eine Nagelfeile so in dem Design, ne? So eine Sandfeile. Es wäre vielleicht schon ein bisschen besser gewesen. Hinter Türchen 4 steht mein Extra-Kick, genau, und den haben wir dann hier mit dieser Ampulle, ne? Da freue ich mich mega drauf. Eine Ceramid-Ampulle mit 2 Milliliter. Die Extra-Portion Pflege steht hinter Türchen 5, ne? Da haben wir 20 Milliliter eine Fußcreme, ne? Sofortige Intensivpflege. Ja, finde ich sehr gut, kann ich sehr gut gebrauchen. Ich freue mich drüber. Nee, die riecht nicht nach Schokolade. Nein, das war jetzt noch das Duschgel, das ich gerochen habe. Na, die hat so einen anderen Geruch, aber so einen Fadengeruch hat die. 6. Nikolausi, da steht Hallo Adventszeit hinter dem Türchen. Da haben wir ein Shampoo mit natürlicher Glanz, genau, 20 Milliliter und soll für alle Haartypen geeignet sein. Ja, ne? Ganz zarten Geruch, aber nicht nach Schokolade, ne? Gott sei Dank. Die 7, da haben wir Ho Ho Ho, steht hinter dem Türchen. Handseife, sanfte Reinigung, 20 Milliliter. Da freue ich mich, die wird natürlich zur Weihnachtszeit hingestellt, ne? Das passt dann, ne? Und dann die Zimtseife denn doch dazu, denn von dem Green Door Adventskalender. Ah, der war wirklich gut, der Green Door Adventskalender. Ich kann dem wirklich mal empfehlen zum Austesten. Und die Seife, ich hoffe, die riecht jetzt nicht nach Schokolade. Doch, die hat irgendwie so einen Cookie-Geruch. So nach Cookie riecht die. Okay, aber ich finde ja so eine kleine Tube auch nicht schlecht für unterwegs, wenn man jetzt mal nicht so die Möglichkeiten hat zum Händewaschen. Oder wenn man denn jetzt bloß eine Wasserflasche oder so mit hat, ne? Ja, wäre so nicht verkehrt. In der Türchen 8 steht Advent, Advent. Oh, da haben wir eine Arganöl-Haarkur für strapaziertes und trockenes Haar. 20 Milliliter, das finde ich gut, das werde ich mal austesten, ne? Allerdings in so einem Sachet ist immer so eine Sache. Die Haarkur pflegt und verbessert die Struktur von strapaziertes und trockenes Haar in nur einer Minute. Okay, sowas lieben wir, was man nur kurz einwirken so von den Längen in die Spitzen reinmachen, ne? Nicht insgesamt. Hinter Türchen 9 steht so zarte Haut, genau mit diesem Creme-Peeling. Ja, 20 Milliliter sind hier wieder drin, ne? Ja, wissen wir alle, ne? Ein- bis zweimal die Woche machen mit einmassieren auf die Haut, mit lauwarmem Wasser abwaschen. Leider mache ich immer die Erfahrung bei diesen, ich schüttel auch nochmal, vielleicht hilft das diesmal, dass da so ein bisschen dann doch die Peelingkörner dran vorbeigelaufen sind. Ne? Das ist ein sanftes Peeling, aber es sind reichlich Peelingkörner drin, doch, wirklich. Und es riecht nach Schokolade, oh mein Gott. Hintertürchen steht, 10 steht Self-Care-Time mit diesem Badebäumchen. Oh, das ist ja niedlich. Ein Badebäumchen. Guck mal. Oh, das wäre doch so eine schöne gelungene 6 gewesen eigentlich, oder? Genau, das scheint so, genau, Bäumchenform zu haben, fühle ich. Und es ist wirklich ganz leicht. Also wie viel Gramm hat denn so ein Badebäumchen? Steht leider nicht hier oben. Ja, dadurch, dass es sehr, sehr klein ist, könnte ich mir vorstellen, dass man bestimmt noch dazu was reinmachen muss, ne? Damit überhaupt ein Duft irgendwie... Hier steht aber auch nicht, nach was es riechen soll. Ich rieche auch nichts durch.
naja, vielleicht ein bisschen Tannengeruch hat. Hoffen wir mal, ne? Hinter dem Türchen steht, wie es duftet mit diesem Waschgel. Sanfte Reinigung, Waschgel fürs Gesicht, 20 Milliliter, was man so früh und abends drauf macht, ne? Genau, um auch gerade abends, um halt so Rest-Make-up so ein bisschen, genau, abzuwaschen, was man vom Abschminken nicht ganz runterbekommen hat. Ja, und ich denke mal, das wird auch wieder nach Schokolade riechen. Oh ja. Oh ja, okay, aber das finde ich nicht schlimm. Die Halbzeit beglückt uns eine für nur für mich Ampulle, steht hinter dem Türchen. Und zwar ist das die Vitamin C Konzentrat Ampulle, hat auch wieder nur 2 Milliliter. Winter, du kannst kommen bei Nummer 13, so steht das hinter dem Türchen. Ne? Mit diesem Around Cream kann der Winter kommen, mit Mandelöl, 20 Milliliter. Ja, Around Cream kannst du für alles nehmen. Kannst du für Gesicht, für Körper, für Füße, für Hände. Falls man jetzt wirklich mal bloß so eine Nacht irgendwo unterwegs ist und man will nicht so viel mitschleppen, hast du so eine gesamte Tube für, ne, kann ja manchmal sein, du bist über Weihnachten bloß für eine Nacht, von Heiligabend zum ersten Weihnachtsfeiertag, schläfst du woanders bei Familie, ne? Und dann hast du so eine Allround-Creme, die kannst du dann wirklich fürs Gesicht nehmen. Und für den Körper nach dem Duschen und für die Hände. Aber ey, ich rieche jetzt hier. Aber ich denke, oh, die riecht gut. Die hat nicht so diesen typischen Schokoladenweihnachtsduft wieder. Die riecht wieder anders. Och, die würde ich so als Bodylotion nochmal nehmen, denn im Winter. Oder für meine Füße? Nee, für die Füße ist sie zu schade. Ich finde, die riecht auch sehr nach Orange. Ich würde die dann als Bodylotion nehmen. Graue Hände haben wir denn zur 14, 10 Tage bis Heiligabend. Haben wir eine Handcreme, 24 Stunden Pflege. Ja, die brauchen wir auch immer, ne? 20 Milliliter ist ja wieder enthalten. Und ich dufte mal, ich schnupper mal, nach was die riechen wird. Also ich verstehe nicht, warum manche... Oh, die riecht auch nach Schokolade. Ja, warum manche ein Siegel davor haben und manche nicht, ne? Das ist irgendwie eigenartig. Ein riesengroßes Türchen und hier steht entspannen und genießen mit dieser Tuchmaske. Jawohl, Koffein und Vitamin C. Da freue ich mich, die denn mal aus. Denn Koffein ist immer gut, ne? Da sieht denn die Haut schön wacher aus. Ist Feuchtigkeitsbooster bei trockener Gesichtshaut. Ihre reichhaltige Form mit Vitamin C, Hyaluronsäure, Panthenol, durchfeuchtend intensiv, glättet die Haut. Hyaluronsäure bildet einen feuchtigkeitsspendenden Film, für jede Haut geeignet. Eine Tuchmaske. Schade, ich denke mal, die wird ohne Motiv sein. Ja, ne, das wäre natürlich dann der Knaller gewesen, wenn es so dieses Motiv gehabt hätte, ne? Okay, man kann nicht alles. Türchen 16 steht, wenn es draußen eisig wird, upalalala. Dann benutzt, gehen wir duschen. Genau, ne? Mit diesem Duschgel hier. 20 Milliliter sind hier enthalten. Und ich gehe mal stark davon aus, es wird auch nach Schokolade riechen. Auch kein Siegel davor, ist auch eigenartig. Oh Mann, ey. Ditsch an die Nasenspitze ran. Ja, es riecht nach Schokolade, ne? Ja, aber es gibt schönes Haar, was sonst, steht hinter Türchen 17 mit dieser Spülung. Natürlicher Glanz haben wir Shampoo und jetzt haben wir auch natürlich diese Spülung dazu. Das darf natürlich nicht fehlen. Aber da haben wir ja eigentlich schon das in dem Sachet, ne? Das hätte ich jetzt als Spülung genommen. Gut, dann vielleicht ist es doch wie so eine Art Maske. 18 steht Überraschung. Das habe ich schon bei der Preview gesagt. Das ist nicht mein Haargummi, Leute. Das sieht so ein bisschen aus wie aus so einem anderen Erwachsenen-Adventskalender, wenn ihr versteht, was ich meine. Oh nee, das ist überhaupt nicht meins. Also, nee. Das ist so, wie so, das fühlt sich an wie Fell, ist aber so Kunstfell, das ist total rot. Nee. Also der wird weiter wandern, ne? Nein, der bleibt nicht bei mir. Ja, ein Haargummi. In der Türchen 19 steht einfach perfekt mit dieser Gesichtscreme sanfte Pflege. Ja, 20 Milliliter ist hier enthalten. Ich weiß nicht, ob das für mich noch geeignet ist, ne? Diese Feuchtigkeitspflege lässt deinen Ton wieder strahlen und schützt deine Haut vor dem Austrocknen.
Ich denke, für einen Tag würde ich das im Winter nicht nehmen. Wenn ich denn draußen bin, ich würde das so als Abendcreme vielleicht benutzen. Weil im Winter brauche ich dann doch, wenn ich rausgehe, vielleicht doch Sachen, die vielleicht doch ein bisschen besser sind. Ne? Deswegen ja, für mich eine Abendcreme. Und die riecht bestimmt, Also ne? tatsächlich riecht die auch nach Schokolade, ne? Also dann ist das safe für mich eine Abendcreme, ja. 20er Bereich. Wie cool ist das denn mit diesen Augenpads? Oh ja, da freue ich mich. Die wende ich auch auf jeden Fall an. Sind auch mit Koffein und Vitamin C. Wir sind doch übrigens in der Weihnachtswoche, ne? Da kann man schon mal langsam anfangen, sich flotti zu machen für Weihnachten, ne? Um die Augen. Genau, so also frische Kick bei müden Augen. Oh, das ist genau das Richtige für mich, ne? Reichhaltige Form mit Vitamin C, Hyaluronsäure, Panthenol, durchfeuchtet intensiv und glättet die Haut unter den Augen. Perfekt. Bildet einen feuchtigkeitsbildenden Film auf der Haut. Na, da bin ich mega gespannt. Ich hoffe, das sind keine trockenen. Ich hoffe, die sind so ein bisschen in Serum getränkt, ne? Naja, werden wir ja mal gucken. Wenn die so in Serum sind, kann man die vielleicht noch ein zweites Mal anwenden. Aber ja, dann bin ich auch mega gespannt auf die In der Augenpads. Türchen 21 steht das, gönne ich mir eine Bodymilk. Genau, wir gönnen uns eine Bodymilk mit der intensiven Feuchtigkeit. Ja, 20 Milliliter sind auch wieder hier enthalten. Ne? Ja, das brauchen wir im Winter. Ne? Da, ich fange jetzt auch schon an, mich einzucremen, muss ich sagen. Aber ich nehme, riecht natürlich nach Schokolade. Ich nehme aber jetzt schon die, die noch nicht ganz so reichhaltig sind, aber ich fange jetzt schon mal langsam an, ne? Genau. Und ja, da freue ich mich auch drauf. Zu dem Duschgel, denn die Türchen Bodymilk. 22 steht, wir verabschieden uns vor dem Tschüss vor Weihnachtsstress. Okay. Da bin ich auch gespannt, Leute. Knisterpflegebad, farbiges Wasser. Oh je, 25 Gramm. Ja, da bin ich richtig gespannt, wie das ist, ne? Steht hier was dazu, na, was riechen soll? Nein. Ich bin aber auch wirklich gespannt, ob das auch wirklich knistert. Und wenn einem das nicht reicht und man richtig hardcore drauf ist, kann man sich noch das Tannenbäumchen mit reinschmeißen, ne? Die Badetablette, ihr wisst schon, was ich meine. Ich glaube, ich würde das auch in Kombination nehmen, weil ansonsten, ne, hat man dann, glaube ich, von eins nicht viel. Aber ja, ich freue mich. Ich bin gespannt, ob es wirklich knistert. Ich mache ja auch aufgebraucht immer jeden Monat, ne? Und da werde ich auf jeden Fall dann mal Bescheid geben, wie ich das fand. Aber das wird erst im Januar denn sein, bei dem Aufgebrauch vom Dezember denn wahrscheinlich, ne? Genau. 20. Und hier wird uns gesagt, noch einmal schlafen, steht hier auf dem Türchen. Und hier haben wir, also ich muss jetzt mal ehrlich sagen, das sind die schönsten 10 Trenner, die ich bis jetzt bei den ganzen Adventskalender-Unboxings, die ich bis jetzt so im Box habe, gesehen habe. Also wirklich, guckt euch das mal an. 10 Trenner in einem Weihnachtsdesign. Das Problem ist, gerade an Weihnachten tut man sich jetzt nicht so unbedingt die Zehennägel anmalen, ne? Das macht man jetzt nicht. Da macht das jetzt eigentlich wenig Sinn. Also weiß ich nicht. Ja, ne? Gut. Aber ich werde die mit verlosen. Ich brauche die nicht. Und ja, die werden dann mal weiter wandern. Aber trotzdem muss ich sagen, finde ich, das hat schon Dann steht was. hier glitzernde Weihnachten. Ja, haben wir einmal diese klebende Face-Diamanten, ne? Ja, sind schick. Ich muss mal gucken, ob ich noch welche da habe. Ich würde mir die wirklich dieses Jahr mal an Weihnachten in mein Gesicht kleben. Also so hier an die Augen so ein bisschen ran oder hier in den Inner Corner, aber ich würde sie hier so hinkleben. Und ich muss gucken, ob ich noch andere da habe. Und obwohl ich die tatsächlich schön finde, die sehen so sehr holographisch aus, muss ich sagen. Und ich bin mir sicher, wenn ich das so mache, wird es meine Mutti bestimmt mitmachen. Die ist da so, ne? Da muss ich mal gucken. Und ansonsten, wenn ihr die euch nicht ins Gesicht klebt, könnt ihr damit auch irgendwas dekorieren, Geschenke damit oder Weihnachtskarten oder Geschenkeanhänger, ne? Also, ja, dann kann man die dafür zweckentfremden, ne? Ja. Gut, mein Fazit zu dem Adventskalender, ich bin ein bisschen enttäuscht, es hätten doch mehr Ampullen drin sein können. Die letzten Jahre waren mehr Ampullen drin, also das fand ich gut, ne? Da konntest du mal dich so ein bisschen durchtesten von den Isana-Ampullen. Schade, dass dieses Jahr nur zwei drin sind. Ansonsten, was soll ich sagen?
wie gesagt, ey, ihr bezahlt nur 15,99 €. Ne? Also, ich mag ihn. Und er ist jetzt nicht wuhu, er ist jetzt aber auch nicht, weiß ich nicht. Und ich erwarte da jetzt nicht viel für 15,99 €. Aber trotzdem, ich weiß nicht, Isana wird sich das Video wahrscheinlich nicht angucken. Aber Isana, trotzdem mal so ein Tipp. Nikolaustag, sich irgendwas Besonderes einfallen lassen, was Schickes. Irgendwie, und Weihnachten auch, ne? Also ich finde, oder so an Weihnachten einfach so eine Tuchmaske mit Druck reinmachen. Das wäre schön gewesen an Heiligabend, ne? Mit diesem Druck von dem Adventskalender zum Beispiel. Da hätten sich die meisten auch drüber gefreut. Und in Türchen 6, ja, weiß ich nicht, hätte man vielleicht, ja, was könnte man da reinmachen? Doch ein Lippenpflegestift in Türchen 6 oder so von Isana, ne, das wäre jetzt auch nicht so verkehrt gewesen. Also vielleicht da ein bisschen was. Aber ich finde die nicht schlecht. Also ich probiere gerne die Sachen aus im Dezember. Ich freue mich, der Zopfhalter wird weiter wandern, also der rote Gummi. Und die Zehentrenner werden weiter wandern. Und die Face-Sticker, da muss ich gucken, was ich damit mache. Entweder werden die auch weiter wandern oder ich benutze sie selber oder ich weiß doch nicht, ne? Ja, ihr Lieben, könnt mir ja trotzdem mal eure Meinung in den Kommentaren schreiben. So schlecht finde ich den jetzt nicht, wie das so bei YouTube einige dargestellt haben. Ne? Schade bisschen, ja, aber es ist ein bisschen verbesserungswürdig, würde ich jetzt mal sagen. Ne? Ja, was ich sagen muss zu dem Kalender, er sieht nicht zerpflückt aus, finde ich nicht. Da hat man schon andere Kalender aufgemacht, die zerpflückt aussehen. Und wenn man sich das Design erhalten möchte, kann man ja dann sich die Türchen wieder zumachen. Ne? Das finde ich halt positiv an dem Adventskalender. Ein Däumchen nach oben geben und Liebe da lassen. Hier zum Schluss blende ich euch ein. Meine Playlist von meinem Adventskalender-Unboxing siehst du hier. Siehst du meinen Kanal, kannst du völlig kostenlos abonnieren. Würde ich mich richtig drüber freuen. Hier unten siehst du Videovorschlag und den aktuellsten Upload. Und ich sage Tschüssi. Es war mir wieder ein Fest. Macht's gut, eure Hanni.